Nicht mein Tag ist ja eher erstes Buch gewesen. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn es dann plötzlich heißt, so ein Buch wird verfilmt? Das ist sehr spannend. Also wir haben tatsächlich kurz nach der Veröffentlichung des Buchs zum ersten Mal zusammengesessen, Peter Torwart und ich, und über die Verfilmung nachgedacht. Und das war 2008 und jetzt schreiben wir 2014, also langer Weg und entsprechend gespannt bin ich. Hat man nicht irgendwie Angst, dass die Gedanken, die man beim Buchschreiben hatte, dass da wichtige Sachen nicht im Film vorkommen können? Nee, ich verdiene ja mein Geld hauptsächlich beim Fernsehen, also mit Drehbüchern. Deswegen weiß ich ja, was für Anforderungen gestellt werden, damit das im Film und im Fernsehen nachher funktioniert. Ich kann gut wegschmeißen. Okay, aber das ist nicht der einzige Film in diesem Jahr, auf den Sie sich besonders freuen, oder? Das ist richtig, ja. Stromberg am 20. Februar. Bei Stromberg haben Sie eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Ja. Würden Sie das anderen Filmemachern auch empfehlen? Ich glaube, es ist ein ganz gutes Mittel, um nochmal zusätzliche Kosten reinzuholen, wenn es ein Projekt gibt, was die Leute relativ schnell verstehen. Also mit einem sehr bekannten Hauptdarsteller, mit einem sehr bekannten Projekt, wo man sagt, wir verfilmen jetzt ein bekanntes Buch oder das und das ist die Idee oder wir machen die Fortsetzung oder so, dann kann es, glaube ich, funktionieren. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht das Allheilmittel fürs deutsche Kino. Okay, vielen Dank. Ja, gerne. Weltpremiere in Bochum, das kommt nicht so häufig bei Filmen vor. Warum? Ich natürlich ein Kind des Ruhrgebiets bin und weil wir hier im UCI Kinocenter sind, hier im Ruhrpark, und das UCI zeigt seit 15 Jahren mittlerweile Bang Boom Bang und für so viel Treue, übrigens auch nicht nur an das Kino, sondern auch der Fans, da müssen wir was zurückgeben und deswegen sind wir heute hier. Wäre es nicht nach Bang Boom Bang und was nicht passt, wird passend gemacht, auch mal wieder Zeit für einen richtigen Ruhrgebietsfilm? Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen Ruhrgebiet. Also das ist ja so ein bisschen Roadmovie und so, aber das Feeling ist auf jeden Fall da mit drin. Okay, ich wusste es nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich werde ihn gleich erst sehen. Dann gucken wir an. Okay, dann kannst danke. Du mal in der Frage kommen. Axel, Stein, Moritz, bleibt treu. Machst du so ein Foto? Nee, ich mache tatsächlich ein Video nicht für Apple, für Podblock. Das ist so ein Internetgedöns. Grüß dich. Weltpremiere in Bochum, sowas kommt auch nicht häufig vor für euch, oder? Nee, eigentlich nicht. Ist eher selten, ja. Genau, aber... Sagt einiges über den Film aus. Braucht man dazu auch nicht sagen. Genau. Ihr seid ja beide auch sehr aktiv bei Twitter und Facebook. Nehmt mal an, ihr müsstet jetzt in 140 Zeichen wie bei Twitter den Film beschreiben. Wie würdet ihr das machen? Erst Axel? Wie viele Zeichen habe ich? 140? Ich bin ja da neu. Ich bin ja neu bei Twitter und Facebook. Also, warte mal, 140 Zeichen, dann müsste ich ungefähr damit hinkommen. Nicht mein Tag ist der geilste Film 2014. Hashtag deutsches Kino. Okay, das war nicht schlecht, besser kann ich es nicht machen. Komm, ganz ehrlich. Und das waren keine 140 Zeichen. Das waren keine 140 Zeichen. Wir haben ja auch bei Facebook ganz viele rausgelegt, dass sie jeden Tag so in die Bank zu gehen. Er hat mich kopiert anscheinend. Wenn ich doch ein einziges Mal anfasse. Aber irgendwie wusste er, was ich ihn frage. Das sieht aber auch anders aus, als was auf dem Foto war, oder? Nee, das ist das tatsächlich. Wer ist im Bankjob? Was? Sind wir im Aufzug? Nee, deswegen bin ich ja quasi auch im Filmbusiness. Ich meine, jeder muss natürlich das machen, womit er groß wird. Was ist das, schwarz oder blau? Schwarz ist das. Blau, ey. Wer trägt denn blau? Das ist braun oder was? Also Bank war nie. Nee, Bank war nie ein Thema. Ich hätte, wenn dann irgendwie, vielleicht alternativ irgendwas mit Autos gemacht. Mit Autos? Das heißt Schrauben fahren oder was auch immer? Nee, Schrauben und fahren. Ah, okay. Alles klar. Alles welches da so am liebsten? Das wäre der Traum, was man mal zu Hause haben möchte? Blaue. Blaue?